Sieben Fraunhofer-Institute haben in den letzten 4 Jahren am Leitprojekt Medicine gearbeitet, um den Prototypen eines digitalen Patientenmodells zu entwickeln. Um eine Datenbasis für das Projekt zu schaffen, nutzten die Forschenden die Daten von 600 Patientinnen und Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. In Zukunft soll es für eine Vielzahl chronischer Krankheiten nutzbar sein. Beim Leitprojekt Medicine geht es um die Erstellung eines Datenmodells, wo wir Daten für bestimmte Erkrankungen zusammenführen. Das sind einerseits Daten, die den Patienten oder die Patientin beschreiben. Das ist klinische Daten, Bilddaten, Daten aus dem Labor. Und auf der anderen Seite Informationen über die sogenannten klinischen Leitlinien. Das heißt, die möglichen Therapiepfade, wie man vorgehen muss bei einer bestimmten Erkrankung. Und als dritten Punkt die Fragestellung der gesundheitsökonomischen Daten. Das heißt, Kosten für einzelne Therapiepfade, die wir auch in dieses Modell integriert haben. Ziel von Medicine war, dass wir eine Software entwickeln, die Ärzten und Ärztinnen hilft, Therapieentscheidungen besser treffen zu können. Dafür die algorithmischen Grundlagen zu schaffen und dafür auch die Softwaregrundlagen zu schaffen, wie wir überhaupt diese Daten speichern und zugreifbar machen, um daraus dann Wissen zu generieren. Das System ist webbasiert und somit einfach über den Browser abrufbar. Das Dashboard stellt Daten besonders anschaulich und übersichtlich in einem modularen Aufbau dar. Ich sehe zum Beispiel die letzten Untersuchungen, die letzten Blutwerte und kann dann aber zu diesem Patienten auch verschiedene Module aufrufen, die mir wiederum eine spezifische Sichtweise ermöglichen, um zum Beispiel mir den zeitlichen Werdegang des Patienten und der Krankheit anzusehen. Künstliche Intelligenz analysiert die Daten, wie beispielsweise die histopathologischen Befundaufnahmen. Die KI hat gelernt, welche Bereiche in einem Bild besonders interessant sind, um einschätzen zu können, wie es dem Patienten geht oder ob die Krankheit fortgeschritten ist oder ob sie sich vielleicht zurückzieht aufgrund der Behandlung. Wenn ich einen Patienten vor mir habe, kann ich zum Beispiel zu diesem Patienten die ähnlichsten Patienten mir anzeigen lassen und sehe dann, okay, die haben einen ähnlichen Verlauf bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und was haben wir denn dann mit den Patienten gemacht und bei welchen Patienten war welcher Outcome zu sehen? Das heißt also, welches Ergebnis hatten wir denn aufgrund der Behandlung? Und dann kann ich den neuen Patienten natürlich möglichst so behandeln, wie es in der Vergangenheit günstig war und lerne eigentlich als Mensch, als Mediziner aus den Daten dann und aus dem, was mir visualisiert wird, für die Zukunft. Dr. Michaela Köhm arbeitet als Ärztin am Universitätsklinikum Frankfurt, wo das Modell getestet und mit weiterentwickelt wird. Aus ihrer Sicht wäre ein solches Modell ein sicherer Mehrwert, vor allem um schneller Therapieerfolge zu erzielen. Das Bemerkenswerte für mich ist, dass wir wirklich diesen Screen of Our Dreams bilden konnten. Das heißt, wir konnten wirklich aktiv das mitgestalten und konnten auch sagen, was ist für uns wichtig, wie setzen wir das um. Aber das ist das, was uns ja im Moment total fehlt. Im Moment brauchen wir 12 Wochen, um immer wieder Therapieoptionen zu evaluieren. Sie können sich das vorstellen, 3 Monate wartet man dann zu, dann wirkt es nicht, dann setzt man wieder was Neues ein, das braucht wieder 8 Wochen. Also da ist schon mal ein halbes Jahr dann rum, bevor man überhaupt irgendwas erreicht hat. Und da zu sagen, ich habe da ein Modell, ich kann die Daten nutzen und ich weiß, der Patient reagiert vielleicht auf das Medikament viel, viel besser als auf das andere. Und es ist noch kostengünstig als das andere. Das ist natürlich, wäre es ideal, das wäre ein Traum. Ich glaube, diese individualisierte, personalisierte Therapie ist ja gerade das, wo wir hinwollen. Wir wollen ja gerne, oder wir kennen das aus der Routine, dass nicht jeder Patient eben gleich ist und dass eine hohe Heterogenität besteht, die wir dann einfach hier auch adressieren können, weil jeder Patient anders auf Medikamente reagiert und entsprechend dann auch eigentlich ein Auge drauf gehalten werden muss, da drauf einzugehen. Das digitale Patientenmodell ist für viele Krankheiten denkbar. Der derzeitige Prototyp wurde auf den Daten junger CED-Erkrankter aufgebaut, weil diese sehr lange Krankheitsverläufe haben und somit viele Daten erzeugen. Denn das System basiert auf der Sammlung und Auswertung möglichst vieler Informationen. Daraus entstehen allerdings auch besondere Herausforderungen für die Forschenden. Herausforderung bei so einem System und so einem Projekt ist, dass wir Daten aus verschiedenen Datenquellen zusammenführen müssen im realen Kontext. Und neben der technischen Hürde der Datenzusammenführung ist es auch generell ein Problem, die Daten für Tests zu bekommen. Das heißt, ausreichend Daten zur Verfügung zu bekommen, um bestimmte lernbasierte Ansätze entwickeln zu können. Als nächstes steht für das Projekt an, Partner aus der Industrie zu finden, um das System oder Teile davon vermarkten zu können. Einen digitalen Patientenzwilling zu etablieren, der alle wichtigen Daten und Entscheidungshilfen zu einem Patienten und den Vergleichspatienten visualisiert darstellt, könnte Realität werden. Diese Art von Dashboards sehe ich in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall immer verstärkter in der Klinik hineinkommen. Und ich glaube, in dem Moment, wo auch klar wird, wie viel Zeit sich eigentlich die Mediziner sparen
bei der IT-Benutzung, die Sie dann eben den Patienten zugute kommen lassen könnten, je mehr das klar wird, desto mehr ist, glaube ich, auch Geld vorhanden, um solche Systeme einzuführen.